Ja, herzlich willkommen zurück bei Ultima 9. Aufnahmedatum heute ist der 25.12.2020. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, beziehungsweise hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet. Denn wenn diese Folge online kommt, dann ist schon neues Jahr. Und die Musik ist ganz schön laut. Vielleicht ändere ich das nochmal eben. Kann ich das hier? Jetzt gucke ich mal im Tagebuch, ob ich das da mal ändere. Ich vergesse immer, wo das ist. Hier. Ah ja. Ja, ich mache mal die Gesamtlautstärke ein bisschen. Oder hier Musiklautstärke mache ich mal ein bisschen weniger. So. Wunderbar. Ja, in der heutigen Folge werde ich mal so ein bisschen außer der Reihe ein paar Sachen machen. Und ich habe mir mal so ein paar Dinge durchgelesen und herausgefunden, jetzt ist die Musik ganz weg. Naja, egal. Erstmal, ich habe zu Weihnachten ein neues Mikrofon bekommen. Das sieht man vielleicht hier so ein bisschen an dem Popschutz. Ja, das ist jetzt im Bild zu sehen, ist mir aber egal. Ob jetzt die Soundqualität besser ist, weiß ich nicht. Das wird man dann sehen. Jedenfalls zurück zu Ultima. Dinge, die ich gerne machen möchte. Die Leuchttürme besuchen, um die Steine da reinzutun. Das wäre einmal in Moonglow und in Buccaneer's Den, denn Intrinsic. Jetzt ist die Musik ein bisschen sehr leise, finde ich. Ich mache die gleich vielleicht ein bisschen lauter wieder. Also Leuchttürme. Und in Britain gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Also da wollte ich mal gucken, ob man die Schriftrollen verkaufen und eventuell neue kaufen kann. Und dann soll im Osten Britains noch was sein. In der Kirche kann man wohl noch was machen. Und im Labyrinth findet man noch was. Ja, dann habe ich noch so ein paar Sachen herausgefunden. Und zwar erinnert ihr euch doch sicherlich daran, als wir die Überraschung von Raven, ne? Da hatten wir ja die Möglichkeit, ihr zu vertrauen. Ich habe ja gesagt, ich vertraue ihr nicht. Und wenn man gesagt hätte, man vertraut ihr, hätte man Branding von ihr bekommen. Und dieses Branding ist ein Zeichen der Gilde. Das hätte bedeutet für uns, dass wir dann Zutritt zur Gilde haben und dann bestimmte Gegenstände kaufen können. Eigentlich ganz interessant, aber ganz ehrlich, also ich muss nicht noch mehr Gegenstände haben. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, Intrinsic da dieses Schwarzfels-Schwert irgendwie sich zu holen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht so wirklich, weil ich mittlerweile ziemlich gute Waffen habe. Also dieses hier, das ist ja schon ziemlich gut und ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Ach so, und dann dieser hier. Ist übrigens der Stab des Todes und der ist gegen Untote gut. Habe ich auch rausgefunden. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich würde mal den ganzen Schrott hier mitnehmen und gucken, ob ich den verkaufen kann. Oh, du sollst es nicht in deinen Gürtel tun. Dieses Blubbern im Hintergrund ist auch sehr schön. So, und die kann ich eigentlich mal. So, als erstes gehe ich zu, wie heißt der nochmal, Nico, ne? Der diesen Laden da in Britain hat. Ach so, übrigens streame ich diesmal nicht. Da verzichte ich diesmal drauf, weil ich keinen Bock habe. So. Jetzt ist die Musik wieder laut. Oh Mann. Ja, so, egal. Gut. Also, auf zu Nico. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob man da die Sachen verkaufen kann. Wenn nicht, dann lasse ich die da einfach.
Ah, bevor ich das mache, das Labyrinth ist ja hier, also ich meine damit diesen, wie heißt das? Nicht Labyrinth, sondern Irrgarten. Ich Der, grüße euch, ja, Avatar. ich grüße euch auch. So, hier ist der Irrgarten, glaube ich, irgendwo. Und da soll was sein. Da, genau. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da schon war. Da ist der Gärtner. Ja, ich weiß. Oh nee. Hier ist wieder Gedöns. Oh, da ist ein Trank. Den könnte ich mal nehmen, tatsächlich. Oh Gott. Boah. Das Gold. Ja, könnte ich mitnehmen. Ey. Hallo. Geräusch. Hier ist wieder was. Hoppla. Gold. Boah, ey, hier verirrt man sich ja wirklich. Hoffentlich komme ich hier wieder raus. Mann! Hä, war ich jetzt hier schon? Nee. Oh Gott, ey. Ah, hier ist eine Bank nur. Verdammt. Ein Busch. Ah, ja. Naja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gut ist. Und dieses Schwert kann man auch tatsächlich, das kriegt man in der Gilde. Das sieht man da liegen, wenn man da durch die Tür irgendwie guckt. Naja, ob das jetzt was bringt. Also es kann ja sein, dass es vielleicht wenig physischen Schaden macht. Boah, dieser, ich gehe da, komm da immer gegen. Aber das vielleicht, ich meine, es macht ja Verbrennung wahrscheinlich, dass vielleicht das deswegen gut ist. Mal ausprobieren. So, jetzt muss ich hier wieder rauskommen. Ah, ja. Gut, das haben wir. Und diese Sachen. Ich hatte ja in irgendeiner Folge, hatte ich ja gesagt, also wenn euch jetzt noch was auffällt, was man machen kann, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das hat jetzt keiner gemacht. Aber ich habe dann mal so ein bisschen gestöbert, was könnte man noch machen? Allerdings ohne mich zu spoilern. Also, ne, ich habe dann schon, ah, okay, im Osten kann man noch was machen. Und in der Kirche kann man noch mit wem reden. Und man soll auch grundsätzlich mal mit den Leuten hier noch reden. Ja. So. Das heißt, Osten. Da muss ich gleich hin, aber ich möchte erst zu Nico gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Guten Tag, Söldner. So. Wie die das auch richtig betonen. So richtig korrekt. Richtig geil finde ich die Leute, die einfach nur Guten sagen. Das ist so ein Running Gag von meinem besten Freund und mir. Weil der eine Kollegin hat, die nur immer Guten sagt. Ich kann diese Leute nicht verstehen. Hier soll tatsächlich ja auch noch was sein. Ja, ich bin hier schon seit. Seid gegrüßt, Avatar. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ja, genau. Ja, ich mach mal, ne? Wir sind wie immer neugierig. Welche schlechten Neuigkeiten? Bevor ihr den Schrein repariert habt,
wurde ich mit diesen toten Kreaturen einfach nicht mehr fertig und bin abgehauen. Durch meine Nachlässigkeit konnten ein paar Untote entkommen und in der Stadt umherziehen. Alter, wie geil. Der erste Satz, das nehme ich. Das ist nicht so schlimm. Untote zu vernichten macht Spaß. Wirklich? In einem alten Haus westlich der Stadt gibt es einige gruselige Skelette. Ein bisschen Hilfe, um sie loszuwerden, wäre sehr schön. Hört sich gut an. Wenn ihr schon dabei seid. Außerdem ist da ein Skelett mit einem großen Rubin in einer Augenhöhle, das allerlei Schwierigkeiten macht. War wohl mal ein Pirat oder so. Hervorragend. Übung macht den Meister. Gut, dann verschwinde ich wohl. Ich muss mich vergewissern, dass keine weiteren Untoten entwischen. Lebt wohl. Boah, wie Avatar richtig abgeht. Und außerdem, wie kommt er denn darauf, dass das ein Pirat war? Haben Piraten Rubine in den Augenhöhlen oder was? Die haben doch Augenklappen. Hä? Ja, okay, im Westen. Ich will aber erstmal zu Nico. Und ich knall hier mit meinem Kinn immer gegen diesen Schutz hier. Vielleicht mache ich den auch gleich. Vielleicht mache ich den ab. Kirche. Richtig, da war auch noch was. Da gehe ich auch noch mal rein. Oh, jetzt ist das wieder so laut. Oh Gott, meine Ohren! Ach ja, genau. Ach, hier kann man... Ach, hier kann man... Ah, das wusste ich auch nicht. Oh. Okay, also das kannte ich nicht. Ich wusste nicht, dass man hier... Oh, Tür ist verschlossen. Wo ist denn jetzt hier was aufgegangen? Und warum ist es so laut hier? Boah, ey, ist das übertrieben. Oh, schön. Nehme ich mal mit. Was habe ich denn da jetzt mitgenommen eigentlich? Halskette. Ja, nehme ich mal mit, ne? Hier. Was? Ästhetische Sehkraft. Nee, da steht ätherisch, das weiß ich, aber ich nehme mal die ästhetische Sehkraft mit. Und hier die. Kann man... Hallo! Ach, mein Avatar! Bist du doof? Kann man hier was machen? Nee. Aber ist es das, was aufgegangen ist? Kann ich jetzt hier mit? Oh, scheiße. Aber wofür ist der Schlüssel denn? Mann! Ich knall da immer gegen. Wofür ist der denn? Oh, Avatar, wie schön, euch zu sehen. Es scheint, dass wir erneut eurer Hilfe bedürfen. Oh. Was ist euer Begehr, Kimberley? Ehe der Schrein gereinigt war, hat der Bürgermeister das Geld genommen, das wir beiseite gelegt hatten, um den Armen zu helfen. Nun, da der Schrein gereinigt ist, hat der Bürgermeister gesagt, das Geld werde uns zurückgegeben, doch sein Assistent weigert sich, es auszuhändigen. Sein Assistent, das ist der, so unfreundlich war in dem Haus, oder? Warum hat er euer Geld genommen? Sie sagten, dass sie den Armen mit dem Geld besser helfen könnten als wir. Würdet ihr uns helfen, das Geld zurückzubekommen? Wir könnten so vielen Menschen damit helfen. Ja. Ich werde versuchen, euer Geld zu finden. Ich danke euch sehr, Avatar. Ich bin sehr dankbar für all eure Hilfe. Lebt wohl. Ja, habe ich gerne gemacht. Aber da ist auch ein Schlüssel. Kann man den nehmen? Nehme ich jetzt einfach mal. Boah, es ist so krass laut hier. Vielleicht kann ich ja jetzt in die Tür da rein. Boah, ich krieg Kopfschmerzen von dem
Oh, boah, nee. Ah, cool. Sie schließen die Tür auf. Was ist das? Schlangengift. Macht das was? Das macht bestimmt was Besonderes, ne? Was passiert denn, wenn ich das trinke? Das will ich jetzt wissen. Ja, genau. Ich speichere mal. Das will ich jetzt wissen. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Ich habe jetzt mehr Leben und ich habe jetzt irgendwie... Das ist so andersfarbig. Oder? Bleibt das jetzt für immer? Moment. Ich muss... Ah, nee, okay. Ja, keine Ahnung, aber... Ich lade nochmal. Ja, also irgendwas hat das mit meinem Leben, mit meinem Leben gemacht. Keine Ahnung. Schlangenbein, nee, ich lasse das mal. Keine Ahnung, vielleicht kann ich es verkaufen. So, endlich raus hier aus der Bude. Er ist viel zu laut. Oh, endlich. Mein Gott. Vielleicht stelle ich das mal. Ey, was? Mal gucken. Oh, der brennt gar nicht, oder? Na gut. Ist das jetzt hier? Ja. Oh, seht euch diese Exquisiten an. Ja, wirklich wunderschön. So. Ich grüße euch. Ja. Was? Nico, ihr seid ein Magier. Habt ihr Warum etwas Merkwürdiges bei den Mondtoren bemerkt? Normalerweise würden sie... Könnte ich eine Liste... Natürlich, ich habe... Na, sagen sie auch alle. Ich könnte eigentlich... Hat der Alraune? Verkaufen kann ich bei dem auch nichts, wa? Darf es sonst noch etwas sein? Ich würde gern einiges... Ah, schade, kann ich leider nicht. Ach, rot ist auch... Ah, okay. Verstehe. Wie viele Mana-Tränke habe ich denn? Einen. Ich glaube, ich verkaufe die Heiltränke mal. Tauchertrank. Ja, könnte ich vielleicht gebrauchen. Und dann... Darf es sonst noch etwas sein? Ich glaube, ich werde mal tatsächlich... Könnte ich eine Liste... Natürlich, ich habe... Mana-Trank. Das war der, ne? Nehme ich mal drei mit. Kann das sonst noch etwas sein? Lebt wohl, Nico. Schade, der nimmt leider keiner. Macht er nicht. So, ich würde mal sagen, die ästhetische Sehkraft, die lasse ich mal hier. Und alles andere auch. Ist auch so bescheuert, dass die Sachen, dass die einfach ein... Slot im Rucksack wegnehmen, oder? Hier. Kannst du alle haben? Blitz. So. Brauche ich auch alles nicht.
3 Mana-Tränke, schön. Laterne, die habe ich auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Ich kann die ja mal hier so lassen. Den habe ich auch noch. Den kann ich eigentlich auch mal verkaufen, den Stab. Na, ich lasse es erstmal jetzt so. Okay, also man kann bei ihm die Schriftrollen leider nicht verkaufen. Gut möglich, dass das bei der Ische in Kauf geht. So, ich glaube, dann gehe ich jetzt hier nochmal lang. Ich hatte auch schon mal erwähnt, dass es in Britain einen Drachen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dass der hier war. Ja, ich glaube, hier ist der, ne? Ich meine, dass der... Da oben. Cool. Gegen den kämpfe ich jetzt. Kann ich... Oh! Jetzt geht der Kampf wieder los. Scheiße. Oh nee, in der Luft ist das doof. Hm, das ist ja doof jetzt. Wow, richtig, richtig unepisch. Die Pfeile. Oh Gott. Oh Mann. Kann ich nicht irgendwie Blitz auf den machen? Ich guck mal grad. Also Meteorit bringt leider nichts, weil ich treffe den nicht. Feuerball? Warum habe ich Feuerball eigentlich? Ach, das ist der hier. Ah! Mist, ich habe keine Mana mehr. Jetzt habe ich wieder. Richtig. Dass man auch nicht sieht, wie viel Leben... Oh! Aha. Mhm. Ja, genau. Das muss so. Das ist richtig. Wie komme ich denn da... Hallo, nimm das doch mal. Oh Gott, ey. Jetzt. Nimm das Geld. Geht es nicht? Ah. Ja, dann kann ich die auch noch verkaufen. Hier liegt was. Was ist das? Keine Ahnung. Kann man denn hier? Einfach gar keine Musik gerade. Was ist das dafür? Ist es das Haus, was der meinte? Och Mann, Avatar, du bist doch echt blöd. Jetzt geh doch darauf. Ja, okay, dann nicht. Es kann sein, ist es das Haus mit den Skeletten?
So, dann sollte ich die Waffe mal wechseln, oder? Ich weiß gar nicht, ist es das? Oh. Och Mann, jetzt lässt er sich hier wieder. Also manchmal, ne? Jetzt mach doch mal. Ja, okay. Ja, dann nicht. Ist mir jetzt auch zu blöd. So, das war der Drache. Sehr episch. Auf jeden Fall. Dann speichere ich jetzt nochmal. Ich gucke immer, ob die Aufnahme noch läuft. Deswegen... Was ist das für ein Haus? Hä? Ach so. Oh. Stimmt. Das ist ein... Gut. Im Westen. Aber ist es das nicht gewesen? Der hat doch gesagt, im Westen ist ein Haus mit Skeletten. Ja, mal gucken. Das wird schon irgendwann irgendwo sein. Denke ich mal. Hm. Ich kenne das hier gar nicht. Was ist das denn? Was ist das? Das kenne ich gar nicht.